Looney Cloud ist der Meinung, dass meine Charakterentwicklungsentscheidungen absolut richtig waren. Yay! Bei Let's Play Fire Emblem 8 The Sacred Stones. Die das. Plop, 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 plop. Oh mein Gott, die richtigen Scheibchen. Morgen findet ihr den Knaben im Aldi. Gut sortierten Sortiment im Kühlregal. So rum. Meine Güte, bin schon ganz euphorisch und kriegt nichts mehr auf die Reihe. Oh mein Gott. Och, du liebe Güte. So, eine Sache ist mir eingefallen, und zwar Lute wird hier nicht mehr gebraucht. Die kann, glaube ich, langsam mal in die andere Richtung abdüsen. Warum am besten? Hätte ich ja doch mal... Ach nee, darum nicht. Soll ich sie abholen? Komm, Moment mal. Wir haben noch Fliegi 1. Komm, Fliegi 1. Komm mal der guten Lute entgegen. Wir müssen die Natascha noch ein bisschen aufbrezeln. Also nicht mit Glockenwickler und so ein Krams. Nein, das hat sie noch nicht nötig. Noch nicht nötig. Aber ich werde überlegen, ob ich sie eventuell besser einsetze. Oh, da kommt schon wieder. Der zweite, jetzt der Konkurrent Lidl hat gesagt, Mann, das Fleisch verkauft sich so gut. Diese ganzen Hannibal Lecter Fanboys kommen alle gleichzeitig. Wir können die Nachfrage nicht decken. Wir haben nichts Gescheites. Deswegen bitte beliefer uns. Und das hat die gute Marisa gehört. Das hat übrigens nichts mit Tohu oder irgendwas zu tun, hoffe ich zumindest. Und die Erfahrungspunkte haben wir jetzt eingesackt. Alles haben wir eingesteckt, Schnaggerbötz. Welche Waffe hatte sie noch? Gleich das Eisenschwert hat sie benutzt. Also damit hat sie auch unendlich große Crit-Chancen scheinbar. Gut, das war's dann, glaube ich, mehr oder weniger. 479 X-Mail X 94974. Immer diese dämlichen Zahlen. Frag mich, Bert. Warum habe ich so viel Luft im Mund? Das beantworte ich dir nicht, aber was sie erst gefragt hat, war, Mr. Bernd, werden Sie nach diesem Projekt irgendwann einmal nochmal ein Fire Emblem Let's Playen? Niemals! Doch, ich muss leider, ich muss ja. Ich weiß nicht, wer sich's angeguckt hat, aber ich muss ja. Mehr oder weniger. Ich muss ja, denn ich kann ja, mehr oder weniger. Jetzt soll ich den aber nicht dahinstellen, glaube ich. So bist ganz allein, du Absicht. Der sieht von diesem Sprite aus. Der sieht doch aus wie Daos, oder? Daos in Rise of the Sinistrals. Lufia 2 und so weiter. Aber wenn ich sie jetzt hier hinstelle, wird sie ordentlich aufs Maul kriegen. Er hat Schwarzmagie gut gegen Anima, also Kaka. Ansonsten habe ich keine Lichtmagie. Moment mal, kann ich sie? Ich werde es nicht tun. Keine... Och nee, sie kann null Schaden machen. Null fucking Schaden. Das ist aber eher sehr ärgerlich. Sergerlich. Die Abkürzung dazu. Na egal. Wir heilen nicht nochmal, weil das geht. Und dann fummeln wir jetzt nicht die ganze Zeit noch irgendwie rum, während sie Genki-Dama herzaubert. Ich meine, sie muss ja auch ein bisschen besser werden mit Stäben. Ich kann ja mal gucken, wie gut sie mit Stäben mittlerweile dran ist. Ah, das muss noch eine Weile. Das muss noch. Oh, ah. Oh, ah. Ja. Habe ich eigentlich einen Stufe S Anima-Zauber? Ich habe, glaube ich, für jedes andere Element einen Stufe S-Zauber, aber noch nicht für Anima. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Muss man mal den Simo mal fragen, ob der da was machen kann. So, wir werden aber gleich mal die Amelia fragen, ob sie da was machen kann, weil ich sie noch ganz kurz ausprobieren möchte an Mr. Lyon, obwohl der ist Magier. Sie ist ein schwer gerüsteter Alexandrin. Schwer zu Fuß unterwegs, Dito. Okay, der kommt zumindest schnell dahin geritten. Wir müssen ja jetzt hier nicht irgendwie auf Schnelligkeit abgehen, sonst hätte ich, wäre schon lange abgegangen. Aber ins Heim, sag ich jetzt. Tja. Ich meine, sie würde das aushalten, ne? Ich sag's nur, wie es ist. Oh, da macht sie sogar mehr Schaden. Soll ich das wagen? Moment, ich muss gerade mal gucken, was macht denn der Ephraim an ihm? Ihr. Es. Moment. Dann kann ich... Das ist ja aber blöd. Der hat sich so hingestellt, dass man gar nicht daran kann. So kann ich mit dem Langsperr drauf werfen. Ja, kann ich aber... Es bringt nicht viel. Okay, lassen wir die Rumspielerei. Der Ephraim, der muss generell nochmal hier ran. Und 12, 37, 28. Die Lottozahl für Übermittag. Wo ist Leon? Was hast du unserem Freund angetan? Antworte mir! Das hatten wir schon mal. Welcher Flugagent Hufen abgibt, soll ich dir eine schöne Kappe aufsetzen?
Ein guter Shell-Kunde mit Sicherheit. Wollen wir dann scherzen an meinen dämonischen Hof beiwohnen? Neues Port, ich verschlang ihn. Kannst du das nicht verstehen? Monster! You don't belong in this world! Und erst recht nicht mit diesen Bauchschmerzen. Ich muss mich verstecken hinter meinem tollen Cape, während mein Herrchen flattert im Winde. Oh mein Gott! Er verbrennt an ganzen Leib. Doch vorher löscht er sich am Blute seines Feindes. Oder mit dem... Was? Keine berühmten letzten Worte durch den Meister des dämonischen Handelns? Level up! Ja, meine mächtigste Einheit ist und wird auf ewig, glaube ich, Lord Ephraim sein. Die einzige Schwäche ist die Bratwurst, weil er sehr schnell zunimmt. Und deswegen sind die ganzen Anti-Pferdwaffen-Waffen mit Bratwurstfett gespickt. Oder drin geschmiedet worden in Bratwurstfett. Das brennt, sage ich euch. Nichts damit halten. Das verwünschte Fleisch der Menschen ist zu spröde. Hätte es doch lieber im Aldi kaufen sollen. Zu schwach. Oh, da kommst du nicht weg. Obwohl, er kann sich teleportieren. Doch wo ist dein Teleportierstab jetzt? Halt, Leon! Jetzt kenn ich eure Stärke. Zeit zu verschwinden. Ich opfere dieses Fleisch und kehre in meinen alten Körper zurück. Warum hast du es nicht vorher schon gemacht? Ich meine, das wäre mein Plan gewesen, oder? Jetzt ist noch nicht das Ende. Ihr habt erst 17 Hauptmissionen spielen können. Die Welt wird wieder in Dunkelheit versinken. Heute Nacht. Und Mondnacht auch! Ich habe Wetterwissenschaften studiert! Wir lassen dich nicht entkommen! Ihm nach, Erika! Wir müssen herausfinden, wohin er verschwunden ist! Sucht überall! Ich darf ihm nicht erlauben, noch länger den Körper meines Freundes zu entweihen! Er ist bestimmt in seinen Sarg zurückgekehrt, aus dem er kam. Erika, Prinz Innes? Kein Grund zur Panik. Meine Soldaten verfolgen Prinz Leons Spur. Ich glaube, selbst daran sterben die irgendwann. Oh, meine Füße schmerzen. Wir sind zu weit gelaufen. Dann fallen ihnen die Beine ab. Ich meine, gegen das schwächliche Angebot hier an Feinden sind sie eingegangen, wie die Fliegen in der Bratwurstsuppe. Unsere Spurenleser sind ausgezeichnet. Nein. 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 Schon bald werden sie ihn finden. Gut. Ich meine, wenn man teleportiert, ist das mit dem Spurenhinterlassen ein bisschen schwierig. Oder? Ich muss mit euch über etwas sprechen. Die Botin, die ich nach Frelia sandte, kehrte vor kurzem wieder zurück. Sie brachte ein Paket, um das ich bat. Frelias heilige Zwillinge. Ihr habt die heiligen Zwillinge? Ja, jeder hat hier heilige Zwillinge. Frelia mag zwar den heiligen Stein verloren haben, doch es scheint, die heiligen Zwillingsreliquien blieben unberührt. Ich ließ sie hierher bringen. Seht nur! Das sind... Frelias heilige Zwillinge! Haben das alle verstanden? Die heiligen Zwillinge Teil 2 sind hier! Nithögger! Nithögger dir ein. Ist das ein Eis? Lecker! Der Schlangenbogen! Ich weiß schon, wer das bekommt! Amelia! Nein. Und Widofnir, das ohne Toilette. Das klingt so. Widofnir, jetzt schwingenderweise an der Lanze auftragen für den Mann von Hugo Boss. Ich möchte, dass ihr sie nehmt, obwohl ihr eine Frau seid. Aber ihr seht aus wie euer Bruder, der ein Mann ist. Aber sind sie nicht für euch gedacht? Sie sollten den Herrschern von Frelia vorbehalten sein. Der sie nicht benutzen kann. Da hat jemand sein Söhnchen aber falsch trainiert, möchte ich mal sagen. Oder der wollte die Lanze auf seine Armbrust spannen und damit verschießen. Nein, ich vertraue sie eure Obhut an. Ihr seid die Anführer dieser Armee. Setzt sie ein, wie ihr es für richtig befindet. Okay, Naimi, schnall sie auf deinen Bogen. Vielen Dank, Prinz Innes.
Ich weiß euer Opfer zu schätzen. Es ist kein Opfer und ich verlange nicht nach Dank. Schließlich kämpfen wir für das gleiche Ziel, den Sieg. Außerdem das einzige Opfer werde ich erbringen, wenn ihr abgelenkt seid, um die Waffen zu inspizieren, euch auf den Scheiterhaufen schmeiße. Und wir halten Nithöger. Das muss mit dem Kamel zusammenhängen. Die haben nämlich auch Höger. Oh, kann sie Lanzen benutzen? Nee, Zwillingsflügel. Oder warum? Warum ist egal. Nithöger geht erstmal ins Loch. Lady Sirene, vielen Dank! Wir alle schulden euch unsere Dankbarkeit! Nein, dies habe nicht ich vollbracht. Das ist richtig. Wir konnten nur aufgrund höherer Führung siegen. Ich darf doch meine Hilfe anbieten! Oh, bitte! Wir schulden euch Dankbarkeit, die niemals beglichen werden kann! Es ist nicht viel, aber würdet ihr bitte diesen Stab als kleines Zeichen annehmen? Und auch unsere Wertschätzung. Vielen Dank! Oh, die Rettung kommt am langen Schaft, scheinbar. Was macht das? Teleportiert Freunde auf ein Feld neben dem Anwender. Kostenlose Erfahrungspunkte oder sowas, würde ich sagen. Erstmal weg damit. Laut Leuten habe ich das bekommen, weil ich alle Kinder und Kindeskinder und Erzeuger gerettet habe von den fiesen Schuftinaten, die sich denn dort haben blicken lassen. So. Achso, ne, hier können wir jetzt mächtig einkaufen, nicht wahr? Gucken wir mal rein. Okay, Widofnir von Hugo Boss, ja. Sie ist der Boss, also Hugo. Und gut. Ja, da hat sie das ganze Zeug gar nicht mehr gebraucht, Langspeeren-Zeugs. Naja, egal. Müssen wir eben mit Hand haben. So. Ich wollte einkaufen gehen, meine Güte, und ich mach gar nichts. Ich guck aber erstmal ganz kurz, wer braucht denn hier vielleicht irgendwas? Die Amelia könnte mit der Kriegerachse sicherlich ordentlich was reißen, weil sie mehrfach angreifen kann damit, mindestens zweimal, auch wenn sie nur einmal zulangt. Bei zweimal zulangen würde sie viermal zulangen. Vermute auch leider vier Aufladungen von dem Ding verbrauchen, demnach wird das sehr, sehr schnell leer sein. Aber man... Ey, ich wollte eigentlich gucken, na egal. Wir gucken uns einfach mal an, was wir hier jetzt kaufen können. Ah, endlich mehr Langspeer kaufbar. Meister Axt, Meister Bogen, Meister Überfall und Schnitter. Yeah, Schnitter. Ich glaube, davon könnte ich nochmal welche gebrauchen. Aber an und für sich glaube ich ja, dass meine Leute ganz gut ausgestattet sind. Noch? Ja? Ja? Ja, ja, ist in Ordnung. Ist es in Ordnung. Ich muss ja mal irgendwann mal mein Inventar leer kriegen, gell? Sieht auch gut aus. Bei ihm gehen langsam die Wurfsachen zur Neige, glaube ich. Das werde ich aber dann zwischen der nächsten und der diesen Folge irgendwie machen. Renak! Ja gut, er hat noch dieses ganze Stahlschwertzeug. Bei Renak und Colm bin mir noch unsicher, ob ich die austausche. Oder aber ihn gegen, wie heißt der, Arthur oder sowas. Aber das ist natürlich ein bisschen blöd ist. So, gucken wir mal, was wir hier denn ganz haben. Göttlichkeit und, ja gut, Luna vielleicht neu, oder? Nee, das habe ich auch schon mal gekauft, das war sehr teuer. Pflege, Erholung, Elixier, Weihwasser. Ich glaube, ich brauche erstmal nichts. Machen wir also erstmal weiter. Ich hoffe, ich werde mir das nie verzeihen. Ich meine, ich hoffe, ich verzeihe mir das. Wenn ich es mir verzeihen muss, heißt es. Die Gruppe zieht aus, um gerade aus schwer fassbaren Prinzen Leon zu suchen. Wir sollten ihm vielleicht mal die Arme abschlagen oder den Kopf oder irgendwas anderes, wodurch er sich teleportieren kann. Obwohl sie benutzen Bücher. Ja, dann müssen die tragen, also Arme weg. Innes hat Frelias Truppen befohlen, ihn bei der Suche Unterstützung zu gewähren. Die Truppen kehren mit der Nachricht zurück, dass Leon nach Norden gezogen sei. Die Suche nach Leon führt die Truppe zum Berg Neleras im Herzen des Düsterwaldes. Die sengende Hitze und der Gestank des Schwefels machen dieses Gebiet für die Menschen so gut wie unbewohnbar. Doch zum Glück haben sie von Gofnia, oder wie das hieß. Oh mein Gott! Hier muss ich am unteren Rand die Flöte pusten, damit sich ein Dungeon in der Mitte eröffnet. Eine schier endlose Zahl von Gorgoneneiern bedeckt die bedrohliche Landschaft. Dann einfach durchreiten? Durchreiten? In Kapitel 18, durchreiten in Gesichter des Bösen. Hier bitte ein Foto von mir einfügen. Lara Shell, darf ich euch um einen Rat bitten? Worum geht es, Erika? Ihr müsst nicht so formell sein. Es geht um Leon. Mein Bruder hatte recht, Leon ist vom Dämonenkönig besessen. Er ist nicht länger der Leon, den ich einst kannte. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es eine Möglichkeit geben muss, ihn wieder zurückzubringen.
Bitte helft mir, La Rachelle. Ich möchte ihn retten. Doch vorher sollten wir durchreiten. Raus denn ist das spirituelle Herz von Macwell. Dort werden die alten Schriften aufbewahrt. Ihr seid eine Prinzessin. Ihr müsst etwas über die Dämonen aus der Legende wissen. Gibt es irgendetwas, das Leon retten kann? Es tut mir leid, Erika, Schätzlein. Aber ich kann mein besten Willen und Gewissen nicht sorgen, dass es einen Weg gibt, ihm zu helfen. Das kann nicht sein. Es muss etwas geben. Irgendeinen Hinweis, egal wie unwichtig er sein mag. Unsere ältesten Legenden besagen uns nur dies. Nur ein Mensch war jemals in der Lage, die Herrschaft des Dämonenkönigs abzuschütteln. Raustens Gründer St. Latona, der Standhafte, durchdrehend zu seinen Fesseln. Verfügt jemand über einen Willen, dessen Stärke weit jenseits der eines normalen Menschen liegt. Dann und nur dann kann er die Ketten des Dämonenkönigs sprengen. Doch ihr habt es selbst gesehen, Erika. Mit euren eigenen Augen. Der Körper eures Freundes Leon wurde bereits vom Dämonenkönig eingenommen. Sobald es erst so weit gekommen ist, gibt es nichts, das noch getan werden kann. Wenn der Dämonenkönig jemanden übernimmt, verschlingt er seinen Geist, sogar die Seele selbst. Selbst wenn man Leons Körper seinem Griff befreien könnte, so hätte dieser Körper keine Seele mehr. Es gibt keine Macht in Raustin, nicht einmal der heilige Stein, der als so groß Wunder verbringen könnte, eine zerbrochene Seele wieder zu heilen. Aber, Leon, Erika, mon cher, ich verstehe, wie ihr euch fühlt, aber der Prinz ist nicht mehr. Der Leon, den ihr erst konntet, er existiert nicht länger mehr. Viel wichtiger ist, dass ihr euch jetzt um euch selbst kümmert, Mille Mille. Wenn ihr jetzt den Dämonenkönig verfolgen, werden wir ganz sicher dafür zu leiden haben. Ich möchte, dass ihr den Palast von Raustin zurückkehrt und euch ausruht. Vielen Dank, La Rachelle. Aber ich muss bei den anderen bleiben. Ich muss daran glauben, dass es etwas gibt, was ich tun kann, ihm zu helfen. Leon war immer so sanft. Er wollte nur den Menschen helfen. Die Vorstellung, dass er vom Dämonenkönig gefangen gehalten wird, ist einfach zu schrecklich. Gefangen, ohne Hoffnung auf Erlösung. Und jetzt machen wir ein Omelett. Hier entlang. Der Feind ist in den Grab dieses Tals entkommen. Bruder, kannst du das riechen? Er muss da gewesen sein. Mit... Ja. Riechen? Ja, ein unangenehmer Geruch. Wie Schwefel. Er dringt aus diesem Tal. Leon muss scharf gegessen haben. Wufft. Ja, schnell durchreiten. Das sind das... Eier? Gorgoneneier! Wie viele es doch sind! Bruder, die Eier! Das Schlüpfen hat begonnen! Nein, er hat uns in eine Falle gelockt. Seid vorsichtig. Bleibt diesen Eiern fern. Es sind gefährliche Eier. Darum müssen wir ein Omelett backen und müssen dafür Eier knacken. Beim nächsten Mal von Let's Play Fire Emblem 8 The Sacred Eggs. Bis dann, auf zum nächsten Mal. Ciao.